Yo, Peace Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Heute kommt mal wieder ein Vlog. Heute geht's nämlich nach Köln. Ich gehe für einen Tag mit zwei Kumpels nach Köln. Wir waren noch nie in Köln, werden ein bisschen die Stadt angucken. Später geht's dann auch ins Bootshaus zum Feiern. Und ja, ich nehme euch da einfach mal entspannt ein bisschen mit. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Wir werden jetzt erstmal 7 Stunden Zug fahren und ich würde sagen, wir sehen uns dann am besten einfach da wieder. Haut rein! Wir sind jetzt das erste Mal am Umsteigen. Unser Anschlusszug kommt, glaube ich, in 10 Minuten oder so. Wir müssen halt 5-mal umsteigen, das ist halt übel stressig. Ich hoffe halt, dass alles klappt und wir keinen verpassen. Wir sind jetzt gerade in Ludwigsburg. Sieht eigentlich echt ganz fresh aus, schau mal hier. Und ja, jetzt geht's weiter nach Karlsruhe irgendwie, irgendwas und ja, genau. So, wir sind jetzt in Mannheim bzw. in Friedrichshafen, heißt es, glaube ich, angekommen. Jetzt geht es, glaube ich, weiter dann Richtung Frankfurt oder so. Ich werde euch jetzt auf jeden Fall nachher noch ein bisschen eine Timelapse vom Zufahren einblenden, damit es so coole Vibes hat. Wir haben jetzt noch, glaube ich, 20 Minuten Zeit zum Umsteigen, also alles entspannt. Nachher haben wir nur 4 Minuten, das wird echt ein bisschen stressig. Ich hoffe, dass wir da nichts verpassen, aber jetzt gehen wir erstmal noch schiffen und dann geht's weiter. Sehr, sehr, sehr gut. Ich absolut gar nichts. Jetzt eben probier das erste Mal Club Mate. Ja, erste Mal Club Mate, also Prost. 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 Und ich weiß nicht. Hey, nachher schmeckt es. Ich weiß nicht, das ist irgendwie komisch. Also, es schmeckt Anfang so süß. Limo-mäßig, aber irgendwie auch nicht so sauer, auch keine Ahnung, aber so ein bisschen nach Pisse. Also legit, finde ich. Digga, ich finde, es geht. Ja, es geht. Ey, du, 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 der Nachgeschmack ist mir disgusting, aber sonst schmeckt gut. Perfekt. Ein Schluck. Okay, ich probiere den Lachs auch noch. Ich überlege, dass man nicht auf den Pimmel Tags auch. Warte, ich muss erstmal kurz abwischen. Jetzt Taste-Test. Tasting. Wie findest du das? Das ist ganz komisch irgendwie, ich weiß nicht. Was ist das? Bruder, das schmeckt nach Apfelmus. What? Was für Apfelmus? Doch! Nein! Nein. Doch, so nach so künstlichem Apfelmus. Nein, Apfelmus. Aber es ist voll. Aber ich finde es nicht eklig. Es ist auch nicht eklig, aber keine Ahnung. Es ist nicht so geil. Ist okay. Wir sind auf jeden Fall vorher schon in Köln angekommen. Ich konnte auf der Zugfahrt absolut nichts mehr filmen, weil die Züge übelst überfüllt waren. Es war richtig stressig. Ich musste, glaube ich, auch 1,5 Stunden stehen und so. Auf jeden Fall, wir waren vorher schon im Hotel kurz, haben die Sachen abgelegt. Ich gebe euch auf jeden Fall nochmal eine Roomtour, aber wir sind jetzt schon wieder auf dem Weg. Haben uns jetzt auch vorher noch einen Döner geholt, das habt ihr bestimmt alles schon gesehen. Wir sind jetzt noch in so einem Laden, also, wie sagt man denn, so einem... Digga, ich bin gerade lost. Thank you.
mache jetzt Kunst, guck. Red Light. Oh, du hast kaputt gemacht. Sorry. Sorry, Daddy, sorry. Jetzt blau. Ah, oh, hallo. Oh, ich werde sofort cool. Perfekt, Digga, da darf einfach keiner hin. Weil da irgendwie unter die Philharmonie ist und die einfach nicht hingekriegt haben, dieses Gebäude richtig zu isolieren. Also da gehen Props auf jeden Fall an Köln raus. Digga, da draußen ist es schon ziemlich wack, ne? Bisschen cringe. Guck mal, wir haben jetzt einen neuen Club Martis auf die. Ja. Ja. Bisschen cringe. Bisschen cringe, gell? Sehr cringe. Sehr cringe. Sehr cringe. Kurzes Statement jetzt, wie war die Pizza, Emil? Pizza war ganz gut, ja. Max? Digga, Flip. Ja, war schon ganz nice. Hat ein bisschen schwarz geschmeckt. Ja, an manchen Stellen war es echt ein bisschen schwarz. War ein bisschen weich. Ja, und ein bisschen flüssig. Können wir da gleich runter, ja, oder? Ja, yes. So, wir gehen auf jeden Fall jetzt zu dem Konzert, beziehungsweise zu dem Event von der Tweecast, also das ist halt eher so Hardstyle-Zeug. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Fan davon, aber meine Kumpels wollten gehen, also habe ich mich drauf eingelassen. Ich habe meine Kamera jetzt nicht mitgenommen, das wäre mir viel zu risky. In dem gibt es noch ein paar Videos mit dem Handy. Gönnt euch, wie geil das gerade aussieht. Hier geht die Sonne schön unter, hier ist ein Riesenrad. Hier schön der Rhein. Da die Innenstadt von Köln, der Dom und so. Sehr, sehr, sehr nice. Und eine schöne Kölsch. Der Tag danach ist immer sehr gut. Ich gebe euch also jetzt noch eine krasse Roomtour von unserem Zimmer. Roomtour von unserem Zimmer. Ah, das war halt schon ab. Ja. Ab wann wurde es laut? Keine Ahnung, wahrscheinlich ab 6 oder so. Weil diese Wände sind einfach so unnormal hellhörig. Also die Fenster oder allgemein. Ja, meine Stimme ist auch komplett weg. Ja, und da ist also halt das miese Bauschild. Haben wir aber nicht mitgenommen. Das stand hier schon. So,
So, wir haben jetzt auf jeden Fall aus dem Hotel ausgecheckt. Ja, also der Vlog ist wahrscheinlich echt ein bisschen durcheinander. Aber so sind meine Vlogs irgendwie immer, weil ich nie weiß, wann ich richtig was filmen soll. Und allgemein, ich bin noch nicht so in dem Vlog-Thema drin. Das ist jetzt mein zweiter Vlog, den ich wirklich aufnehme. Und ja, wir waren jetzt uns gerade bei einem Bäcker. Haben gerade übelstes geile Brötchen gefuttert. Das war richtig lecker. Und ja, ich weiß nicht, was wir heute noch machen. Der Zug fährt in 2,5 Stunden ungefähr. Und dann geht schon wieder nach Hause. Ich hoffe, euch gefällt das Video trotzdem ein bisschen. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Aber der Vlog ist ja noch nicht zu Ende. Es geht ja noch weiter. Und meine Stimme ist absolut am Arsch. Das ist ja mies, versteckt auf dem Klo war es einfach fucking Blaulicht. Oder so Ding. Das ist doch eigentlich dafür da, dass man die ganzen Drecks sieht. Okay, auf der Toilette sieht es echt eklig aus. Wieso ist es da? Das vertreibt doch nur. Bitte bringt unser Gepäck wieder. Stell dir vor, das bleibt da jetzt hängen. Oh, hier riecht's geil. Also das gibt's bei uns gar nicht in Reutlingen, Metzingen, Tübingen. Das ist voll cool. Ziemlich smart. Das müssen wir nicht die ganze Zeit unsere Sachen mit rumschleppen. Das ist Baba. So, wir haben jetzt unsere Rucksäcke wieder abgeholt. Hat zum Glück funktioniert. Wir hatten ein bisschen Angst, dass wir das nicht wieder zurückkriegen. Und jetzt geht's in den Zug. Ja. Jetzt nach Hause. 7 Stunden.